Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Long Reach. Es freut mich, dass ihr wieder angeschaltet habt. Und wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben. Ich habe die ja ausgemacht, die Aufnahme. Für all diejenigen, die übrigens die letzte Aufnahme nicht gesehen haben, also zu dem Projekt hier, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr natürlich das nachholen könnt. So. Wir müssen was tun, und zwar, die Entwickler haben übrigens selber zugegeben, dass das Spiel mitunter sehr kompliziert sein kann. Und ja, muss ich zustimmen. Ich verstecke mich lieber, nur zur Sicherheit, ja, weil ich die Kekse versteckt habe. Und zwar für die Person. Wir müssen übrigens den Raum verlassen. Und nicht, dass euch wundert, dass ich das jetzt hier in Schnelldurchlauf mache. Ich habe die Aufnahme schon 3 Mal erstellt. Und jedes Mal ist die Aufnahme abgeschmiert. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Deswegen weiß ich, was mich erwartet. Und es sollte relativ schnell gehen. So. So, wir haben einen Gummiknochen. Er ist vermutlich der Gummiknochen, den er für Alice gekauft hat. Ich muss zur zweiten Ebene und sehen, ob sie in Ordnung sind. Ja, damit meint er die anderen Personen. Das kann man gleich machen. Wir müssen aber vorher erstmal hier ran. Abgeschnittener Gummiknochen. Ja, damit könnte ich jemanden auch wehtun. Gut, ich habe es nochmal versucht. Und hier können wir den Gummiknochen übrigens einsetzen, damit wir den Fahrstuhl rufen können. So. Da haben wir ihn gerufen. Jetzt fahren wir zur nächsten Ebene, und zwar zur B2. Also wie gesagt, es sollte jetzt relativ schnell gehen. Ich weiß ungefähr, was mich erwartet und was ich machen muss. Hier war übrigens diese Weihnachtsfeier geplant und wir hören hier Stimmen ohne Ende. Ja, ist natürlich sehr geil. Und ich kann euch gleich sagen, da hinten müssen wir noch etwas tun. Ob das jetzt oder später ist, kann ich euch noch nicht so genau sagen. So weit war ich noch gar nicht. Ich weiß aber, dass wir da was tun müssen. So. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Stuart. Okay, ich habe jetzt was getrunken. Und ich soll zur B2 kommen. Ich bin doch schon B2-2. Aber eines dieser Räume ist es, und zwar der hier, glaube ich. So, wir können übrigens auch auf Toilette gehen. Und ich werde jetzt schon mal etwas tun, was wir gleich brauchen werden. Denn wir müssen eine bestimmte Quest erfüllen. Und dafür brauchen wir ein Sakrileg mit etwas Blut. Und ja, damit haben wir den blutigen Gral schon mal. So. Und hier haben wir das Kabel, das brauchen wir auch noch. Für was auch immer. Licht habe ich schon mal ausgemacht, gute Sache. Oh, das klingelt das Telefon. Mal sehen. So, ihr seht ja, die dritte Antwort, wie du sagst, dass du ein Spiel spielen willst. Das ist eine Anspielung auf Song, aber das werden wir jetzt nicht nehmen. Wer ist da? Hier ist Shelly, wer bist du? Stu von B3-2. Sind wir fertig mit den Formalitäten? Ich schätze schon. Hast du jemanden gesehen, der aussah, als wäre er nicht bei Verstand, Stuart? Was zur Hölle stimmt nicht mit ihm? Das ist nicht relevant. Okay, wenn ich jetzt die anderen Antworten aussuchen würde, außer die ganz oben, würde ich mich voll labern ohne Ende. Das wollen wir nicht. In Ordnung. Hier ist der Plan. Wir müssen Hilfe holen. Ich wollte sowieso versuchen, zum Ausgang zu kommen, also Ausgang zu kommen, so rum. Die Anlage ist abgeriegelt. Ja, verdammt. Ja, genau. Wir können es immer noch schaffen, Stu. Es gibt einen Raum des Sicherheitsdienstes auf der ersten Ebene. Wir können es immer noch... Achso, nee, habe ich ja schon gelesen. Darin ist ein großer roter Knopf. Du drückst ihn. Das wird die Abriegelung aufheben. Sobald du das geschafft hast, gehst du raus und holst Hilfe. Bei der Polizeistation oder sowas. Klingt einfach genug. Ich mach mal verstanden, weil das Problem ist, sonst labert sie, wie gesagt, einen zu. Nicht das Erdgeschoss, die B1-Ebene. Der Raum des Sicherheitsdienstes ist direkt vor dem Ausgang. Wenn du am Lagerraum ankommst, gehst du in die falsche Richtung. Der Knopf ist der sprichwörtliche große rote Knopf. Ich nehme an, du weißt, wo der Ausgang ist. Nachdem du draußen bist, kann ich die Abriegelung von hier aus wieder aktivieren. Irgendwelche Fragen? Ja, okay, ich werde dich nicht enttäuschen. Gut, geh jetzt. So, außerdem haben wir hier noch etwas, was ich vorlesen kann.
Shelly, glaub es mir, wir sind zu langsam. Wenn wir das Signal verstärken, werden wir fertig, bevor uns das Geld ausgeht. Zum letzten Mal, Maxwell, wir bleiben bei derselben Signalstärke, bis wir fertig sind. Wissenschaft ist riskant. Soll etwa alles den Bach runtergehen, wenn wir noch eine Frist verpassen? Fristen sind Verhandlungssache. Unsere Investoren haben zu viel Geld in dieses Projekt gesteckt, um jetzt einfach aufzuhören. Scheiß drauf, Shelly. Ich habe genug von deiner ständigen Ketzerei. Du befleckst den Namen der Wissenschaft mit deiner sündhaften Vorsicht. Du bist auch betroffen, oder? Ich flehe dich an, reiß dich zusammen. Es gibt Anzeichen im ganzen Institut. Die Leute haben Albträume und Halluzinationen. Sie verlieren den Verstand. Mac ist komplett durchgedreht. Sie hämmert und kratzt an meiner Tür. Ihre Schreie sind unerträglich. Scheiße, ich sehe sogar selbst Dinge. Ich brauche meinen Chemiker bei klarem Verstand. Um dich mache ich mir die meisten Sorgen. Du kannst wirklich seltsam verrückt werden mit deiner Fantasie-Rollenspielsucht. Ich brauche dich, Maxwell. Ja, und da sind wir jetzt genau da, wo wir sowieso hin müssen. Und zwar dafür brauche ich diesen Gral. Bist du einer von ihnen? Max, ich bin es, Stuart. Es geht hier... Es gibt hier keinen Max. Okay, Maxwell, ich bin es. Auch kein Maxwell hier. Nur der Diener des Alan oder Alarm. Nur die wahren Diener Alans dürfen verbleiben. Und du hast die Chance, deine Hingabe zu beweisen. Alter, was stimmt nicht mit dir? Der Heilige Gral ist nicht hier. Er beinhaltet das Blut unseres Kriegerpropheten. Und nun ist er verloren. Propheten? Er muss gefunden werden. Er muss zurückgebracht werden. Wir können nicht aufgehalten werden. Wir können nicht besiegt werden. So. Ja, das ist die Spielsucht. Und hier habe ich den Heiligen Gral. Hast du den Gral gebracht? Habe ich dir nicht eine Aufgabe gegeben? Ja. Das ist so in Ordnung. Eigentlich. So. Er ist es. Du hast ihn gebracht. Du wirst im Himmel an der Seite des Propheten sitzen. Was für ein Prophet. Alan. Wer ist Alan? Der Prophet. Jetzt ist alles in Ordnung. Wir probieren sein Blut, damit er uns in den Himmel schickt. Ich werde jetzt mal gehen. Genieße es, solange du noch kannst. Damit weist du uns im Übrigen den Weg, also er schaltet das Licht ein, weil unser Charakter ja im Dunkeln irgendwie Angst hat oder sowas in der Art. Komisch, ne? Er kann den Lichtschalter betätigen, wir nicht. Dieser Typ ist verrückt. So. Ich kann euch schon mal sagen, dass wir da auf jeden Fall hin müssen, da wo der Verrückte rumsteht. Und das werde ich auch gleich tun. Hier können wir übrigens nichts einsammeln, das habe ich schon in den letzten beiden Aufnahmen gehabt. Aber wir haben hier was zum Lesen. Es tut mir leid, ich halte das nicht mehr aus. Ich gehe raus. Was auch immer mir im Weg steht, ich werde es umbringen. Ich muss Shelly aufhalten um jeden Preis. Shelly wird nicht gewinnen. Ist mir scheißegal, wie viele Allens sie schickt. Okay. Das ist, glaube ich, der Typ, der hier die Person da auf dem Gewissen hat. Und ja, ich muss ihn ablenken. Das kann ich damit tun. Hier ist eine Alarmanlage. So, ich habe jetzt übrigens etwas ganz Bestimmtes vor. Ich hätte es noch lesen können, aber ist egal. Ich will ihn nämlich zur Toilette bringen. Weil er muss nämlich was ganz Bestimmtes tun. Und wir müssen eh auf Toilette, weil wir Wasser getrunken haben. Das sollte funktioniert haben. Jetzt zufrieden. So. Hast du dir auch den Hintern abgewischt und auch die Hände gewaschen? So nicht, mein Freund. Wow, das ist knapp, seht ihr das? So, wenn ich ihn jetzt hinterherlaufe, müsst ihr danach zur Leiche zurückgehen. Denn da müssen wir ran, da ist nämlich eine Sicherheitskarte. Und die brauchen wir. So, hat es jetzt funktioniert? Ich sehe nicht. Jetzt hat es funktioniert. So, ich habe die Zugangskarte bekommen. Die brauchen wir ganz dringend. Bam, 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 badam. Hat funktioniert. Geil. So weit war ich nämlich letztes Mal noch gar nicht.
Und wir müssen jetzt, glaube ich, nach oben fahren, oder? War doch oben. Ja, es war oben. Mensch, das ging jetzt relativ schnell. Also so weit war ich letztes Mal, wie gesagt, noch nicht. Und da habe ich wesentlich länger gebraucht. B1 mussten wir hin, genau. Okay, was erwartet uns jetzt? Hier hinten ist der Lagerraum, da sollten wir ja nicht hin, hat uns Shelly gesagt. Okay, wenn es da nicht geht, dann geht's auch. Was willst du mir jetzt erzählen? Dass ich jetzt eine Karte habe und du kannst die Karte nicht einsetzen? Willst du mich jetzt rollen oder was? Also ich habe jetzt eine. Ich muss zur Apotheke. Shit. Dann brauchen wir noch was ganz Bestimmtes. Das war B2, oder? Ja, ich glaube schon. Ihr wisst doch, wo dieser Kittel war, oder? Da ist so eine Art Apotheke. Und da haben wir, glaube ich, die Schlüsselkarte zu bekommen. Wartet mal, das müsste. Hier. Nee, wartet mal. Hier. Nee, falsch. Gut, dann nochmal hier lang. Ja, der Typ ist verrückt, wissen wir ja schon. So, war das hier? Nee, hier hinten muss es gewesen sein. Alles klar. Gott, steh mir bei. Der Scheiß ist nicht mehr lustig. Ja. Alter, oh, ist das creepy, Alter. Also hier hängt jemand, ja? Mist, es muss noch schlimmer sein, als es aussah. Ich kann gerade hier nichts machen. Ah, ich brauche eine Verlängerung. Hier ist die. Boah. Dieser Typ sieht aus wie eine Werbung gegen übermäßigen Konsum. Boah, es ist krank, Leute. Kann ich den spritzen? Nee. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Partytime? Ja, das Problem ist jetzt, ich habe doch noch nichts gekriegt, oder? Wow, wow, verdammt, Mann! Ich wollte ihn dahin bringen, aber das hat eventuell. Warum kann ich den denn nicht? Also ich kann hier nichts machen, außer das Licht so komisch scheinen zu lassen. Oder ist es notwendig? Wartet mal, haben wir jetzt vielleicht woanders Licht? Oder kommen wir eventuell woanders damit jetzt lang? Weil wir haben eine Verlängerung gefunden. Ich gehe nochmal ganz kurz dahin, wo ich. Ja, der Typ ist verrückt, schön. Da hat sich nicht viel geändert. Ich bin auf jeden Fall schon mal wesentlich weiter als vorher, ne? Ich habe nur noch die Spritze übrig. Das ist schon ein bisschen komisch. Wo war denn der Lagerraum? Da muss ich doch nach oben fahren, glaube ich. Ja, das Strange ist jetzt, ich weiß gerade nicht, wie wir weiterkommen. Vielleicht finden wir noch einen Weg. Ich habe eine Karte eingesetzt, um
in diese Art Apotheke zu kommen, da hängt jemand ab, ne? Also er hat sich halt behangen. Und das Problem ist jetzt, ja, nee, ist klar. Ja. Ja, Leute, hier ist der Lagerraum. Ich brauche auch eine verdammte Taschenlampe. Und ich kann nicht weitermachen. Weil nichts passiert, ne? Also, ich muss jetzt wieder zu B2. Das ist ein häufiges Hin- und Hergerenne. Und die Entwickler haben auch gesagt, man muss wirklich sehr stark querdenken, um auf die Lösung zu kommen. Es kann schon sein, dass wir schon recht gute Ansätze haben. Okay, da können wir nicht lang. Shit. Ja, das Problem ist jetzt, ich weiß trotzdem nicht, was ich tun soll, ne? Weil ich habe jetzt das Licht angemacht und ich habe keine Ahnung. Kann ich nochmal Wasser trinken? Nee, danke, okay. Okay, ist ein bisschen strange, das Spiel, ne? Also, nicht schlecht, sondern strange. Mein Stan ist sowieso nicht mehr. Der hat gerade eine andere Person kaltblütig ermordet. Ist eine Apotheke und ich habe einfach keinen Plan. Das Problem ist jetzt, was will das Spiel von mir? Wartet mal. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn das funktioniert, wäre echt geil. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech. Ich glaube, ich muss den Typen da einsperren. Geht einfach nicht, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich da durchrennen und der kümmert sich dann um den Typen? Geht das wenigstens? Das Spiel ist mitunter nicht so einfach, wenn man wirklich stark nachdenken muss. Und manchmal sind die wahrscheinlich relativ einfach, die Dinge, die man tun muss. Aber, ey, keine Ahnung, ne? Wow. Also ich kann jetzt nochmal das Licht umändern. Der Typ kümmert sich auch gar nicht darum, ne? Also ich kann machen, was ich will. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, wenn das Licht an ist, dann macht der auch nichts. Oh, Alter, das ist so strange, weil man nicht weiß, was man tun muss. Ich habe nur noch eine Spritze, sonst habe ich gar nichts mehr. Also keine Ahnung, was der noch von mir will, hier groß. Also, ey, ganz ehrlich. Was muss ich jetzt tun? Also hier hängt eine Lichterkette ab, ja? Ein Mann, der sich halt selbst erhängt hat. Und ich kann an diesen Dings rumspielen. An den Lichterketten. Aber was zum Teufel soll das bezwecken? Hä? Ich verstehe es nicht.
Mann, Alter, es kann doch nicht wahr sein. Ich gehe mal bei jedem Licht raus. Mal sehen, was passiert. Vielleicht ist ja hier irgendwas, was sich verändert oder... Alter, seht ihr das? Blau und rot. Was passiert denn jetzt? Ja, hier passiert nichts weiter, ne? Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier noch groß tun soll. Das ist irgendwie so eine Sache vom Spiel, wo ich nicht weiß, was das nur von mir will. Ich kann keine Türen öffnen. Ja, wenn ich jetzt darauf drücke, passiert auch nichts. Alter, ich hab... Ja, nee. Ich meine, es muss ja wohl einen Grund haben, oder? Ich lasse jetzt mal die Tür offen. Ist die eigentlich offen, wenn ich jetzt wieder reingehe? Okay, sie bleibt offen. Kann auch sein, dass ich das Vieh da einsperren muss, irgendwie. Weil jetzt ist die Tür offen, jetzt komme ich ganz schnell rein. Geht er wieder raus? Wartet mal, ich glaube, es ist schon die richtige Idee. Ich muss den bestimmt einsperren. Das wird schon richtig sein, denke ich mal. Das war knapp. Der reagiert aber nicht drauf, ne? Also die Idee wäre jetzt gewesen, den da reinzulocken, in den Schrank zu gehen, dass der weiter rennt. Der muss doch auf irgendein Leuchtsignal achten, oder? Wird schon funktionieren. Ich versuch's noch einmal. Ich muss ihn da ja reinlocken, ansonsten komme ich ja nicht weiter. Ah! Ja! Jetzt bist du da drin eingesperrt. Was? Oh, wow! Shit, 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 ich muss Sinn machen. Er ist tot. Was zur Hölle macht keinen Abwasch? Oder wer zur Hölle macht keinen Abwasch? Ja, und jetzt? Mich darunter verstecken. Fallt nicht in das Loch. Wir werden unten keine Rohre und Kühlschränke reparieren, wenn ihr in das Loch fallt. Versucht ein paar Schritte, um das Loch herumzugehen. Okay. Taschenlampe! Geil, jetzt hat's funktioniert. Oh, geil. Jetzt sind wir weitergekommen und zwar ein riesiges Stück. Weiter. Jetzt brauche ich die. Ja.
Okay, ich gehe jetzt noch schnell zum Lagerhaus. Wenn ich wo weiß, wo ich ist. Nach unten fahren? Ne, nach oben muss ich ja. Und dann gehe ich mit der Taschenlampe reingucken. Beziehungsweise, wartet mal, ich gucke erstmal, was hier bei der Weihnachtsfeier los ist. Alter, das geht hier ab. Da ist eine Tür. Sprachwissenschaften. Alter. So ist gut, mein Junge. Was? Ja, du bist ein guter Junge. Dies ist dein neues Zuhause. Was zur Hölle? Jawohl, das ist es. Keine Sorge, du gewöhnst dich dran. Oh, du bist so süß. Ich hole dich mal vom Parkett runter. Mach dir keine Sorgen, auf dem Sofa rutschen deine Pfoten nicht. Hier wirst du nun leben. Ich bin Alice und du bist Jake. Das ist die Abkürzung für flauschige Kuscheljacke. So ist gut, mein Junge. Ja, du bist ein guter Junge. Dies ist dein neues Zuhause. Kühlraumschlüssel. Alter, das Spiel wird lange richtig krank, ne? Shelly, Alice ist verrückt geworden. Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Sie wiederholt immer den gleichen Mist und tut so, als würde sie einen unsichtbaren Hund streicheln. Hat sie einen Hund? Was tut das zur Sache? Es ist relevant. Bitte antworte. Sie hat sich neulich einen Welpen zugelegt. Okay, ganz ruhig. Das ist die Vergangenheit. Also sind wir auf der sicheren Seite. Wenn sie eine glückliche Erinnerung wiederholt, dann ist das ein Debug-Modus. Du musst ihr ein Serum injizieren, um sie aus diesem Zustand zu holen. Es gab mehrere Notfälle im Institut, deswegen könnte unser Vorrat erschöpft sein. Wir geben zusammen, okay. Sollte sich in einer Kühltruhe auf B3 befinden. Wegen der anderen Komponente melde ich mich nochmal. Keine Sorge, dieser Zustand ist eine Sicherheitsmaßnahme. Hätte sie etwas gesehen, das es in ihrem Leben nie gegeben hat oder keine angenehme Erinnerung ist, dann müssten wir sie fixieren. Sollte sie etwas sehen. Ich kann nicht nach unten machen. Ja, keine Ahnung, ich kann nicht weitermachen. Oh, ich habe ein Serum mitgenommen. Gut, jetzt haben wir schon mal das gemacht. Jetzt wollte ich noch schnell zum Lagerhaus gehen, aber das ist auf B1 ich gerade. Noch zu B1 und dann mache ich aus. Ja, langsam wird das Spiel auf jeden Fall richtig spannend. Und ihr habt ja gehört, wir müssen sie aus dieser Trance rausholen. Wahrscheinlich ist es eines unserer nächsten Aufgaben. Und wir müssen im Lagerhaus was suchen, höchstwahrscheinlich. Oh, das sieht so creepy aus hier. Ach du Scheiße. Joss, bist du am Leben? Ist sie okay, Josh? Scheiße, Brille. Okay. Sie hat sich umgebracht. Und du wirst. Das wirst du auch. Du wirst dich umbringen. Nein, werde ich nicht. Du wirst dir deine Venen aufschlitzen. Werde ich nicht. Oh. Du wirst eine Schrotflinte finden und den Cobain machen. Alter. Alter. Rotes Plate. Was, rotes Plate? Nur ein gewöhnliches rotes Plate. Dieser Schlüssel hat den Eingang wieder aufgerufen. Okay. Ja, ich würde mal sagen, Leute, ich gehe jetzt hier raus. Wir haben ja schon mal ein paar Sachen gefunden.
Und ich würde mal sagen, dass wir genau hier ausmachen. Kann ich das da nehmen, um die Tür zu öffnen? Okay. Nun gut, die Leute, das soll es gewesen sein. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal. Also bis dann und tschüss!